Was ist noch wichtig auf dieser Welt, wenn man ein Leben retten kann? Nichts. Gar nichts. Moment, da drüben Platz, unser Klinikdirektor müsste gleich hier sein, ja? Danke. Ach. Guten Abend. Guten Abend, Herr Professor Emmerich. Sind die Herrschaften vollzählig? Sie sagten 6 und 6 sind da. Gut. Gehören Sie auch dazu? Ja. Dann kommen Sie. Die Arme einfach hochkrempeln, das verspielt sich. Okay. Kommen Sie. Der Patient heißt Gunnar Gloger, 40 Jahre, ist gestürzt. Wahrscheinlich eine Fraktur im Sprunggelenk rechts. War bewusstlos? War ansprechbar. Keine Anzeichen für ein Schädelhirntrauma. Aber der Blutdruck ist sehr hoch. Haben Sie Schmerzen? Geht so. Aber ich glaube, Sepp. Mit Spine? Das ist ja ein Ding. Die aus der Nähe zu sehen. Ich kenne dich aus dem Internet. Hey, bist du im Original viel hübscher? Sie blut ins Labor und kommen schnell zurück. Du Tempo. Tempo, Tempo. 1, 2 und 3. Tschüss. Tschüss. Na, wenn das kein Bruch ist. Blutdruck 180 zu 90. Geben Sie ihm bitte eine Kapsel in die Fidipin und legen Sie ihm eine Dauerinfusion. Ja, das müssen wir operieren, Herr Gluger. Ich lasse gleich den OP fertig machen. Könntest du bitte unserem PJler Bescheid sagen? Das ist was für ihn. Er kann ihn dann auch vorher gleich zum Röntgen bringen. Rechten Unterschenkel in 2 Ebenen, bitte. Biene, du bist im Internet zu sehen? Ja. wgvfun.de. Ich habe mich heute Nachmittag nochmal eingeloggt. Ey, ihr hattet ja ganz schön Zoff in der WG. Oder spielt ihr das nur? Nein, das ist schon echt. Wer ist denn das? Mit 30 Kameras in der Wohnung. wgvfun mit 30 Kameras. Das wünscht man ja nicht mal seinem ärgsten Feind. Ich sag unserem PJler Bescheid. Danke. Ich besorge die Laborergebnisse. Biene, du kümmerst dich um die Infusion. Kann ich nach der Operation nach Hause? Ein paar Tage werden Sie schon in der Klinik aushalten müssen. Ohne Internet? Die Infusion nicht so schnell durchlaufen lassen, ja? Bis gleich. Hey, dann kannst du mich ja besuchen, dann habe ich dich hier live. Ich arbeite nur in der Notaufnahme. Weiß ich doch, von der Homepage. Kannst du mal eine Ausnahme machen? Nein, tut mir leid. Hey, du siehst wirklich gut aus. Ich habe den ganzen Tag Zeit, dich anzuschauen. Ich arbeite beim Wachschutz. Muss ich erst nachts raus, genauso wie du. Hey, wenn du duschst, dann siehst du klasse aus. Finger weg! Was ist schöner? Oh Mann, so einen Scheiß können Sie echt lassen. Hey, wo bist du hin? Wichser. Der Typ hat mich angemacht. Soll ich mir das etwa gefallen lassen? Nein, aber du hättest mir Bescheid sagen können. Das sehe ich ja ein, aber es war wirklich nur ein Versehen. Noch so ein Fehler und du kannst deine Ausbildung hier vergessen. Kommt nie wieder vor. Okay. Der Patient ist jetzt auf der ZI. Schon wach? Ja. Gut. Dann werde ich ihm jetzt mal klar machen, dass er die Finger von Biene zu lassen hat. Kaffee? Nein. Bleib doch mal hier. Was willst du denn jetzt noch? Ich dachte, du wohnst bei einer Freundin. Und jetzt finde ich dich da im Internet. Big Brother ist doch schon eine ganze Weile her, oder? Das war nur so eine Idee. Und wahrscheinlich höre ich eh wieder auf, wenn sich da solche Spanner einklinken. Wie bist du denn eigentlich drauf gekommen? Da war so ein Wettbewerb in einem Szenemagazin. Und wer gewinnt, kriegt eine Rolle in der Daily Soap. Du willst Schauspielerin werden? Mann, ich wollte nur mal was ausprobieren, klar? Du, ich muss aber diesen Typen jetzt nicht noch ins Haupthaus bringen, oder? Irgendjemand muss es ja machen. Ja, aber nicht ich.
wgforfun.de. Sehr gut. Sie würden sich Ihren Klinikaufenthalt jedenfalls erleichtern, wenn Sie unseren Krankenschwestern mit etwas mehr Respekt begegnen würden. Gute Besserung. Ist er transportfähig? Ja. Ich habe im Haupthaus angerufen. Sugar wird den Patienten abholen. Sugar? Ja. Wir überlassen Sie dann der Obhut einer unserer versiertesten Pflegekräfte. Sugar? So ist es Marilyn Monroe, in manchem übrigens heiß. Ja, das stimmt. Klingt vielversprechend. Ja, da haben Sie recht. Sugar ist wirklich unwiderstehlich gebaut. Also, er gehört dir. Biene, Kragen gehören dahin, wo man sie herholt. Aber ich hab die nicht geholt. Du bringst sie zurück, das gehört zur Ausbildung. Was? Anderen Leuten das Zeug hinterher? Ist dir schon kein Zacken aus der Krone. Du hast einiges gut zu machen. Oh Mann. Und wenn du 100-mal die Tochter vom Klinikchef und ein Internetstar bist, wer einen Patienten ernsthaft gefährdet, muss noch viel lernen. Was ist vorgefallen? Herr Professor, wir hatten eine kleine Meinungsverschiedenheit. Das ist schon geklärt. Komm bitte. Einen Augenblick. Was hast du wieder verpatzt? Es ist längst geklärt. Und was heißt das Internetstar? Denkst du vielleicht auch mal an deinen guten Ruf? Du meinst wohl an deinen. Ich hab echt keine Lust mehr. Der ganze Scheiß hier geht mir dermaßen geht's auf... vielleicht ein bisschen lauter? Lass dich wieder mal zu Hause sehen. Deine Mutter macht sich Sorgen um dich. Ja, du hast ja bald Geburtstag, nicht?